So, einen schönen guten Abend allen Genossinnen, Genossen, Freunden und Freundinnen, die vorbeigekommen sind ins politische Zentrum Jura-Seufer und auch alle, die online zugeschaltet sind. Ja, der Titel von der heutigen marxistischen Abendschule ist Die Kommunistinnen und die Ökologie. Und wir werden uns diesmal wieder einem ganz aktuellen Thema, politisch brisant und wichtiges widmen und das natürlich aus kommunistischer Perspektive betrachten. Heute ist der letzte Termin von den Sommerterminen der marxistischen Abendschule. Schön, dass ihr dabei seid und wir werden wieder Termine haben im Herbst. Und jetzt übergebe ich dem Lukas Haselwanter, der Mitglied im Parteivorstand der Partei der Arbeit ist. Und ja, danke fürs Dasein. Liebe Genossinnen und Genossen, freue mich, dass ich heute zu dem Thema bei euch referieren darf. Das Kapital, bürgerliche Medien und Wissenschaft operieren nun schon seit einigen Jahren sehr offensiv mit dem Begriff des grünen Kapitalismus. Wer sich unter grünem Kapitalismus allerdings ein einheitliches Konzept vorstellt, liegt damit falsch. Das kann es auch gar nicht sein, denn die unterschiedlichen Kapitalfraktionen, die mit ihnen verbundenen bürgerlichen Parteien haben teilweise sehr unterschiedliche Interessen in den konkreten Ausgestaltungen des sogenannten grünen Kapitalismus. Klimapolitik spielt aber in allen bürgerlichen Parteien eine große Rolle, ohne dass dabei die Widersprüche zwischen den Parteien verschwinden würden. Häufig wird die Debatte von einer grünen Transformation des Kapitalismus oder einem neuen Gesellschaftsvertrag im Kontext des grünen Kapitalismus gesprochen. Geht man in diese Debatten etwas tief, mehr in die Tiefe, stößt man im Kern aber sehr schnell auf die üblichen im bürgerlichen Diskurs propagierten, aber falschen Widersprüche von Rechten versus Demokraten, Sozialstaat versus Neoliberalismus oder eben freier Markt versus staatliche Investitionen. Sie haben letztlich nur den Zweck, den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital zu verdecken, und werden je nach Regierungsbeteiligung oder Opposition sowie gemäß Parteigeschichte mehr oder weniger betont. Diese als grundlegende präsentierte Widersprüche sind zugleich die Widersprüche zwischen den mit den bürgerlichen Parteien verbundenen Kapitalfraktionen über die Verwaltung des Kapitalismus. Sie sollen Unzufriedenheit kanalisieren und die Integration der Arbeiterklasse und der Volksschichten in die bürgerliche Verwaltung gewährleisten. Was ist also jetzt damit gemeint, wenn vom grünen Kapitalismus die Rede ist? Man kann den grünen Kapitalismus letztlich auf eine Reihe von Innovationen oder technischen Neuerungen reduzieren, deren Entwicklung durch die Umweltkrise und zuletzt auch durch den imperialistischen Krieg in der Ukraine befeuert wurden. Welche Kämpfe sich im Monopolkapital sich rund um den grünen Kapitalismus abspielen, kann man seit vielen Jahren mehr oder weniger öffentlich verfolgen, wenn man das möchte und einen Fokus drauf hat. Am offensten werden diese Kämpfe der Monopole um die Neuaufteilung der Welt vor dem Hintergrund der Energie- und Umweltkrise seit vielen Jahren in der Autoindustrie ausgetragen. Im Windschatten der Fridays for Future-Bewegung spielte sich ein Ringen um neue Technologien, Stichwort Elektroauto, ab. Die Fridays for Future-Bewegung erfüllte dabei von Anfang an für gewisse Kapitalfraktionen einen Zweck als Bewegung, die die Umweltkrise als Problem in die Köpfe der Menschen und der Gesellschaft brachte, von Teilen der bürgerlichen Presse entsprechend begleitet, entpolitisiert und mit den vermeintlichen grünen Kapitalfraktionen in Verbindung gebracht wurde. Tesla und Elon Musk haben davon klar profitiert. Und ohne eine solche Bewegung ist fraglich, ob sie sich gegen die bestehenden Monopole in der Autoindustrie durchsetzen hätten können. Aber das E-Auto wurde geschickt als Alternative zu den von den Fridays for Futures geächteten Autos mit Verbrennungsmotoren präsentiert. Ein Treppenwitz der Geschichte ist dabei die Tatsache, dass die Klimabewegung sich gerne liberal präsentiert und sich Musk als das genaue Gegenteil inszeniert. Die Beeinflussung der öffentlichen Meinung war so erfolgreich, dass die EU sogar beschlossen hat, dass ab 2035 keine Neuzulassung für Autos mit Verbrennungsmotoren mehr erfolgen soll. Den alten Monopolen in der Autoindustrie blieb nichts anderes übrig, als nachzuziehen und ebenfalls in die Entwicklung und Produktion von E-Autos zu investieren. Flankiert wird diese Auseinandersetzung durch Prämien bei Verschrottung der
des bisherigen Autos mit Verbrennungsmotor und dem Ka Kauf eines E-Autos als Ersatz. Dass es bei den Elektroautos keineswegs um die Umwelt, sondern um die Profite der Konzerne geht, zeigt schon die Vergiftung von Böden beim Lithiumabbau für die Batterien und der Fahrzeuge. Der Kampf ist aber nicht nur ein Kampf zwischen alten und neuen Kapitalgruppen, sondern auch einer zwischen den sich immer stärker sich herausbildenden imperialistischen Blöcken. Das zeigt nicht zuletzt die Debatte um Strafzölle für E-Autos aus China in Deutschland und zeugt von einem verschärften Konkurrenzkampf der Monopole um Märkte unter dem Label des grünen Kapitalismus. Welche Kämpfe sich zwischen den Energiemonopolen im Hintergrund dieser Debatte abspielen, kann man durchaus auch mitverfolgen. So konnte man bereits im Jahr 2022 eine zähe Debatte in der EU darüber erleben, welche Energieformen als nachhaltig und grün sein sollen. Seit 1. Jänner 2023 gelten jetzt auch Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig. Insbesondere Frankreichs Energiekonzerne waren treibende Kraft für eine solche Regelung. Rund 70% des französischen Energiebedarfs werden mit Atomkraftwerken bestritten. Das heißt, die großen Monopole im französischen Energiesektor setzen bisher vor allem auf Atomkraft. Auch viele osteuropäische Mitgliedstaaten haben Interessen daran. Ungarn beispielsweise will mit russischer Unterstützung in die eigenen Atomkraftwerke weiter investieren und ausbauen. Für die deutschen Energiemonopole ist die Einstufung von Atomkraft von geringerer Bedeutung. Hat die deutsche Regierung doch schon vor Jahren den Ausstieg aus dem Atomstrom beschlossen. Für die deutschen Energiemonopole ist jedoch die Einstufung von Erdgas als Übergangsform von außerordentlicher Bedeutung, da Erdgas in der Energieversorgung eine große Rolle spielt. Eine mindestens ebenso große Rolle spielt Gas für Österreich. Nicht nur was die Bedeutung für die Energieversorgung angeht, sondern auch die OMV betreffend. Die OMV ist ein halbstaatlicher Erdgas-, Erdöl- und Petrochemiekonzern. Die OMV war zeitweise der größte Energiemonopolist in Teilen Mittel- und Osteuropas. Bis heute spielt die OMV in der zentraleuropäischen, südosteuropäischen Region eine außerordentlich große Rolle und ist an zahlreichen Pipeline-Projekten beteiligt gewesen und nach wie vor beteiligt. Beispielsweise an den Nord Stream-Projekten war die OMV sehr prominent beteiligt. Aber an Pipeline-Projekten, beispielsweise mit der Türkei. Gleichzeitig ist die OMV auch ein ausgezeichnetes Beispiel darauf, wie die Monopole auf die Umweltkrise reagieren. Die OMV ist dabei, sich zu diversifizieren und so fit für die Umwelt- und Klimakrise zu machen. Ein Ausstieg aus dem Gasgeschäft wird mehr oder weniger vorbereitet. Zum einen gelingt ihr das über Investitionen in neue Energieformen. 2022 hat die OMV beispielsweise in Kooperation mit dem Verbund die damals größte Photovoltaikanlage in Österreich in Betrieb genommen. Zum anderen hat sich die OMV mit Borealis ein zweites Standbein in der Petrochemie zugelegt. Die Borealis wird von der OMV selbstverständlich als innovatives und grünes Unternehmen präsentiert, das proprietäre Technologien entwickelt, die der Gesellschaft zugutekommen und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beschleunigen, wie die OMV selber schreibt. Der Klimawandel ist als Faktum anzuerkennen, ebenso, dass er wesentlich durch den Menschen verursacht ist und dass er auf dem ganzen Planeten massive Veränderungen der Lebensumstände der Menschen mit sich bringen wird, inklusive der Zerstörung der Lebensgrundlage zahlreicher Menschen. Ein Leugnen dieser Fakten muss von Kommunisten als unwissenschaftlich und irrational gebrandmarkt werden. Es muss aufgezeigt werden, dass die irrationale Sicht den Interessen der Arbeiterklasse und des Volkes widerspricht und ausschließlich im Dienste bestimmter Kapitalfraktionen steht. Die Charakterisierung des Klimawandels als menschengemacht mag korrekt sein, sofern es bei der Ursachenbestimmung nur allgemein um den Unterschied zwischen Mensch und Natur geht. Die Kommunistinnen und Kommunisten sehen diesen Unterschied und sie sehen den Menschen im Allgemeinen, aber sie bleiben nicht dabei stehen. Sie sehen auch das Besondere, welches, um die Wirklichkeit gerecht zu werden, wesentlich entlang historischer Gesellschaftsformationen bestimmt werden muss. Wer nur das Allgemeine sieht, aber nicht das Besondere, der hat einen verzerrten Blick auf die Wirklichkeit, der nur dem Kapital nützt. Die Kommunisten betonen gegen die bloße allgemeine Rede vom menschengemachten Charakter des Klimawandels, dass es der Kapitalismus ist, der ihn verursacht. Die Kommunistinnen und Kommunisten lassen es nicht zu, dass die Verantwortung für den Klimawandel der Arbeiterklasse und dem Volksschichten umgehängt wird.
Im Kapitalismus wird für den Profit produziert, ungeachtet aller Konsequenzen für Mensch und Natur. Und so wird auch die Politik gestaltet. Gesprochen wird von Ökologie und Nachhaltigkeit und Green New Deal, aber das ist alles Augenauswischerei. Die österreichische Bundesregierung aus der konservativen Volkspartei und den Grünen bereitet unter dem Label der grünen Transformation Österreichs einer Politik der Energiearmut für die österreichische Arbeiterklasse und die Volksschichten den Boden. Als zentrales Element dieser Regierungspolitik ist die sogenannte ökosoziale Klimasteuer anzusehen. Die ökosoziale Klimasteuer zielt darauf ab, den CO2-Ausstoß zu bepreisen. Es ist eine weitere Steuer, die in erster Linie die Arbeiterklasse trifft, denn sie bezahlt die Steuer beim Betanken ihres Autos, genauso wie beim Beheizen der Wohnung. Die Regierung versucht, diese als Triebfeder für Innovation und Investitionen in die Senkung des CO2-Ausstoßes zu präsentieren. Tatsache ist aber, dass bei einer Mietwohnung nicht etwa der Eigentümer die CO2-Steuer für das Heizen bezahlen muss, sondern der Mieter. Dieser kann aber nichts daran ändern, wie seine Wohnung geheizt wird, sondern alternativ nur in einer kalten Wohnung sitzen. Ähnlich verhält es sich mit jenen Teilen der Arbeiterklasse, die darauf angewiesen ist, mit dem Auto in die Arbeit zu fahren. Es ist die Regierung, die mit einem Mangel an kostengünstigen Wohnraum in den Ballungszentren und einer Vernachlässigung des öffentlichen Verkehrs die Zersiedelung befördert und die Menschen dazu zwingt, mit dem Auto in die Arbeit zu fahren, einkaufen zu gehen oder die Kinder von der Schule oder dem Kindergarten abzuholen. Am Ende des Jahres bekommt jeder einen Bonus aus den Einnahmen der Steuer ausbezahlt wird. Die Höhe des Bonus orientiert sich dabei daran, wie viel CO2 verbraucht wurde. Wer also reich genug ist, um in der neuesten Wohnung mit guter Wärmeisolierung, moderner Heizung zu wohnen und ein E-Auto fährt, erhält am meisten zurück. Insbesondere jene Teile der Arbeiterklasse, die durch ihre niedrigen Einkommen in alten Wohnungen mit schlechten Heizungen wohnen und oder ein altes Auto mit hohem Verbrauch fahren müssen, zahlen die höchsten Beiträge und bekommen am wenigsten zurück. Diese Steuer ist also weder ökologisch noch sozial. Das genaue Gegenteil. Die grüne Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Leonore Gewessler, tritt als aggressive Repräsentantin neuer Monopolgruppen auf, die auf neue, als grün geltende Technologien setzen. Sie begnügt sich nicht nur mit der Abwälzung der Kosten für die vermeintliche grüne Transformation auf die Arbeiterklasse und die Volksschichten. Immer wieder tritt sie mit neuen Vorschlägen an die Öffentlichkeit. Im vergangenen Herbst versuchte sie den halbstaatlichen Energiekonzern OMV dazu zu zwingen, seine langfristigen Lieferverträge für Erdgas mit dem russischen Energiekonzern Gazprom aufzukündigen. Faktisch hätte dies einen Vertragsbruch und eine weitere Erhöhung der Energiekosten für die Menschen in Österreich zur Folge gehabt. Die Forderung der Ministerin scheiterte letztlich daran, dass eine Vertragskündigung einem Vertragsbruch gleichgekommen wäre. Da reicht auch die Unterstützung der Ukraine gegen die russische Re Aggression als Begründung nicht aus. Noch nicht. Jüngste Vorschläge sind Kürzungen oder sogar die Streichungen der Bänderpauschale gewesen, sowie eine Streichung der steuerlichen Begünstigung für Diesel, die wiederum Bändler in erster Linie trifft. Und eben jene Ministerin Gewessler hat zuletzt dem Renaturierungsabkommen der EU zugestimmt, was nicht unbedingt für das Abkommen spricht, wenn man sich bedenkt, was die ansonsten so unter Klimapolitik versteht. Aber worum geht es eigentlich bei diesem EU-Naturierungsabkommen oder Gesetz? Tatsächlich ist dieses Gesetz erstmals im EU-Parlament vor ziemlich genau einem Jahr beschlossen worden. Und im Wesentlichen wird behauptet, es geht darum, eine sogenannte Renaturierung, also eine Wiederherstellung eines vermeintlichen natürlichen Zustandes von Gebieten, die vom Menschen urbar gemacht waren, herzustellen. Tatsächlich ist das EU-Renaturierungsabkommen
Teil der grünen Transformationsstrategie der EU. Das Abkommen soll ein weiteres gewinnbringendes Handlungsfeld für Unternehmen, Gruppen sein, die unter dem Deckmantel der Restaurierung der terrestrischen Küsten, Meeres-, Stadt-, Agrar- und Waldökosysteme Profite rausschlagen wollen. Und vor allem aus Staatsgeldern Profite machen werden. Denn dieses Abkommen wird die Staats- und EU-Kassen dauerhaft belasten. Und die Rechnung dafür wird wiederum die Arbeiterklasse und die Volksschichten zu bezahlen haben. Zum konkreten Vorschlag, wie er jetzt beschlossen worden ist, kann ich nichts ganz Genaues sagen, weil ich nicht dazu kommen bin, da nochmal nachzuschauen. In der Form, wie es 2023 allerdings im EU-Parlament diskutiert und beschlossen worden ist, hat es vor allem die Unterstützung großer Kapitalgruppen eben gewonnen, die neue Gewinne witterten, während sich auf die Reaktion ebenso mächtiger kapitalistischer Unternehmen in der Landwirtschaft und anderer Sektoren stieß, die wiederum ihre Profite in Gefahr sahen. Diese Konfrontation der Monopole fand im Europäischen Parlament ihren Ausdruck in der Positionierung der bürgerlichen Parteien. Die Europäische Volkspartei, zu der die ÖVP gehört, und die extreme Rechte der europäischen Konservativen und Reformer und die Idee, der auch der FPÖ, die FPÖ angehört hat, weiß nicht, ob sie momentan der Fraktion angehört, haben dabei die Verteidigung der Kapitalisten des Agrarsektors und anderer vermeintlich Unterdrückter durch dieses Abkommen übernommen. Während und das Abkommen abgelehnt unter dem Vorwand der Gefährdung der Nahrungsmittelversorgung. Man kennt die Debatte eh aktueller aus der Diskussion in der ÖVP und mit den Grünen. Während Sozialdemokraten aller Schattierungen, also sowohl die SD, S&D, also Sozialisten und Demokraten, der die SPÖ angehört, als auch die Europäische Linkspartei, zu der die KPÖ gehört, und die Grünen letztlich dieses Abkommen und die Kapitalisten in Schutz genommen haben, die aus diesem Abkommen Profit schlagen werden können. Natürlich auch unter dem vermeintlichen Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt. Am Ende ist der Kompromiss im Parlament ausgehandelt worden, der vorgesehen hat, dass die EU-Mitgliedstaaten nicht zur Umsetzung des Abkommens verpflichtet sind. Insbesondere dann nicht, wenn die Gewinnung erneuerbarer Energien gefährdet wäre, weil die von größerem öffentlichen Interesse sind. Die Tatsache ist, dass das so wie das 2023 dieses Gesetz zur Renaturierung beschlossen worden ist, eine Auflage dafür gewesen wäre, dass grüne Monopole Windkraftanlagen in Bergen, Wäldern und Meeren errichten können. Und sogar auf Höfen von Häusern, während sie auf jeden Zentimeter landwirtschaftlicher Nutzfläche Photovoltaikanlagen aussehen können. Eben auch unter dem Vorwand, die erneuerbaren Energien müssen geschützt werden. Und damit kann auch gleichzeitig verhindert werden, dass diese Fläche tatsächlich renaturiert wird. Weil wenn ihr da Photovoltaikanlagen hinpflanzt, habt ihr größeres öffentliches Interesse daran, diese Fläche so zu erhalten, wie sie ist. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Monopole natürlich auch diese Kosten nicht zu tragen haben. Auch was die ökosoziale Steuer angeht, beispielsweise, erhalten sie große Förderungen zur Bewältigung der erhöhten Energiekosten und auch für Investitionen im Rahmen der propagierten grünen Transformation. Ein aktuelles gutes Beispiel ist die Einführung des flächendeckenden Pfandsystems in Österreich ab 2025, auch für ein, das dann auch für Einwegflaschen geben soll, ähnlich wie in Deutschland zum Beispiel. Die Verordnung wird als Maßnahme gegen die weite Verbreitung von Plastikflaschen und Aludosen präsentiert. Alu- und Plastikmüll sollen dabei reduziert werden. Allerdings zeigt Deutschland sehr deutlich, dass das in der Form überhaupt nicht eintritt. Ganz im Gegenteil. Die Verbreitung von Einwegflaschen, Aludosen etc. hat in Deutschland überhaupt nicht abgenommen, sondern findet weiterhin statt. Und die Umrüstung von den Pfandautomaten kriegen die Handelskonzerne allesamt bezahlt vom Staat.
Das ist der große Green New Deal, den wir da erleben. Die Illusion über die Möglichkeit eines menschenfreundlichen Steuerung des Systems, die angeblich zu einem sozial gerechteren und umweltfreundlicheren und friedlicheren Kapitalismus führen würde, sind völlig zerschlagen. Die Aufrechterhaltung der Rentabilität der neuen grünen Investitionen und der Monopolkonzerne insgesamt erfordert eine Erhöhung des Ausbeutungsgrades der Arbeiterklasse, die Ausweitung flexibler Arbeitsverhältnisse und eine manipulierte Arbeitskraft im Sinne von, wie wir es vorher gehabt haben, mit der Beeinflussung des öffentlichen Diskurses, auch durch Bewegungen wie Fridays for Future im Zusammenwirken mit bürgerlichen Medien. Der Green New Deal und die Investitionen in den digitalen Wandel werden zwar zu einer weiteren Kapital- und Profitakkumulation führen, können aber weder die hohe Arbeitslosigkeit noch die relevante und absolute Armut verringern, weil sie nicht mit einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitseinkommen einhergehen. Die grünen Projekte schützen nicht nur nicht die Umwelt, da sie nicht mit entsprechenden Schutzmaßnahmen von Naturgefahren wie Waldbränden, Überschwemmungen und Erdbeben einhergehen, sondern sie tragen auch zur Zerstörung von Wäldern, Gebirgen und Ökosystemen bei und haben insgesamt vielfältige negative Folgen. Die Aufgabe der Kommunistinnen und Kommunisten ist es zu zeigen, dass das Label des grünen Kapitalismus und der grünen Transformation nur dazu dient, die täglich stattfindende Ausbeutung von Menschen und Natur im Kapitalismus zu verschleiern. Ein System, in dessen Mittelpunkt die Maximierung des Profits steht, kann niemals ohne die Ausbeutung von Menschen und Natur auskommen. Oder um es auch nochmal klarzustellen, ein System, das auf der Ausbeutung des Menschen beruht, des Menschen durch den Menschen beruht, kann nicht die Ausbeutung der Natur durch den Menschen beenden. Um kurze Anleihe bei Engels zu nehmen, der völlig richtig festgestellt hat, dass Erfolg, das andere Völker unterdrückt, nicht frei sein kann. Sozialismus und Kommunismus hingegen stellen die Arbeiterklasse und die Befriedigung ihrer Bedürfnisse in den Mittelpunkt der Gesellschaft. In einer solchen Gesellschaft, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beendet wird, gibt es auch das Potenzial zur Beendigung der Ausbeutung der Natur durch den Menschen. Welche Überlegenheit eine sozialistisch organisierte Bahnwirtschaft gegenüber der anarchistischen Marktwirtschaft des Kapitalismus an den Tag legt, lässt sich an einem sehr simplen Beispiel in Kuba zeigen. In Kuba wurden im Rahmen der Energierevolution beispielsweise im ganzen Land 2,5 Millionen Kühlschränke durch ein staatliches Programm gegen moderne und energieeffiziente Modelle ausgetauscht. Es ist ja und Im, und um da nochmal einen Vergleich zu Österreich aufmachen. Man kennt diese Debatte um die FCKW-Kühlschränke. Die gibt es ja mittlerweile in der Form nicht mehr. Aber da kann ich mich an meiner Schulzeit nur erinnern, dass unser Lehrer sehr viel Wert drauf gelegt hat, zu sagen, also dass es katastrophale Umweltfolgen hat, wenn Leute im Wald entsorgen oder sonst wo. Aber die Entsorgung kostet eben, deswegen ist es ja immer wieder vorkommen. Während Kuba da und in Kuba ist damals tatsächlich nur um FCKW-Kühlschränke gegangen, weil die wesentlich länger in Betrieb waren dort. Aber die sind nicht nur zentral ausgetauscht worden, die sind auch zentral entsorgt und somit ordentlich entsorgt worden und nicht irgendwo im Wald landet, weil die Entsorgungskosten für die Person zu teuer waren. Auch da zeigt sich der Vorteil einer sozialistisch organisierten Wirtschaft in aller Deutlichkeit. Es ist die Aufgabe der Kommunistinnen und Kommunisten in der Klima- und Umweltfrage eben auch mit handgreiflichen, mit handfesten und greifbaren Beispielen eben auch da die Überlegenheit des Sozialismus gegenüber des Kapitalismus zu verknüpfen und zu zeigen und da wirklich mit dem Fokus nur mal sich die Entwicklung der sozialistischen Staaten anschauen, wo durchaus Beispiele vorhanden sind für sinnvolle Klima- und Umweltpolitik, wo die Kosten eben nicht auf die Menschen abgewälzt worden sind, zugunsten von Profit weniger, sondern zur umfassenden Entwicklung der menschlichen Umwelt. Auch wenn selbstverständlich eine sozialistischen Staaten Fehler passiert sind, auch in dieser Frage, das ist keine Frage. Aber
meist die Fragen immer von einem anderen Standpunkt ausgehen. Weil eben das menschliche Wohl im Mittelpunkt gestanden ist und die menschliche Entwicklung. Und die menschliche Entwicklung ist nicht möglich ohne eine intakte Umwelt. Aber das war es jetzt eigentlich auch schon von meinem Beitrag dazu. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu kurz. Aber ja. Gut, vielen Dank für deine Ausführungen und ich sehe das gleich. Wir können das jetzt ja noch verlängern, indem wir in die Diskussion gehen und bringt da gern eure Fragen, Anmerkungen oder was auch immer ein.